und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem kleinen Video. Ja, 2 Wochen ist jetzt her, ich bin wieder da. Habe einiges gestrickt in den letzten 14 Tagen, was ich euch jetzt gerne zeigen möchte in den nächsten Minuten. Ja, das Licht ist heute leider nicht so toll. Wir haben heute so einen ganz typischen Herbsttag. Nebel, Nebel, Nebel. Es wird, die Sonne kommt nicht durch. Ich meine, es ist jetzt gerade kurz nach 10. Also das wird heute wahrscheinlich schon noch werden und dann wird auch die Sonne rauskommen. Das ist ja so typisch für den Herbst, dass es morgen neblig ist und morgens neblig und nachmittags kommt die Sonne. Im Moment ist es noch sehr grau in grau. Dadurch musste ich jetzt irgendwie jetzt mit den Lichtern spielen. Ja, jetzt wirft es halt so leichte Schatten von der Brille, aber so ist das jetzt halt. Ja, ich habe heute Morgen bei meiner Hunderunde das erste Mal meinen Nightbloom-Sweater als Jackenersatz getragen und ich kann euch nur sagen, das ist ein ganz tolles Teil. Also die Wolle einfach. Das ist jetzt unabhängig vom Modell, sondern einfach die Wolle. Die kann ich euch wirklich ans Herz legen, wenn ihr auch so eine Art Pulli-Ersatz aus natürlich, ja, natürlich ist die Wolle schon, ja klar ist sie natürlich, aber halt aus dieser reinen Schafswolle haben wollt, empfehle ich euch diese Finkhof-Wolle. Also die ist wirklich toll. Ich blende euch hier mein Foto ein, damit ihr mir auch glaubt, dass ich wirklich mit dem Teil heute Morgen unterwegs war. Ja, ihr seht jetzt natürlich nicht so viel, weil meine Arme haben halt eine begrenzte Länge und ich war allein unterwegs. Ich hatte jetzt auch niemanden, der ein Foto von mir macht, aber man sieht, dass ich unterwegs bin. Ja, gut, das war's. Nochmal ganz kurzer Ausflug zum Nightbloom-Sweater, weil ich ihn einfach toll finde. Wollte ich euch das jetzt noch kurz erzählen. So, dann fange ich mal an mit meinen aktuell gewerkelten Sachen. Ich habe einiges Neues. Ich überlege jetzt gerade, ich habe sogar nur ein altes, was ihr kennt. Alles andere ist neu auf den Nadeln. Und zwar den hier. Den zeige ich euch aber nachher. Ich fange mir immer an mit Socken. Ich habe wieder Spendensocken angefangen. Ich hatte ja letztes Mal die Socken für mich fertig und habe dann gedacht, so, jetzt ist wieder Zeit für ein paar Spendensocken und bin in meinen Keller zum Gucken, was ich für Sockenwolle nehme und habe mir dann diese hier rausgesucht. Ja, das ist ein 50 Gramm Knäuel, da habe ich 2 Stück davon. Ja, das ist eine Sockenwolle von Dekor. Habe ich jetzt selber noch nie gesehen. Ich weiß auch nicht, ob die vielleicht sogar schon älter ist. Das kann ich euch alles nicht sagen, weil ich sie gespendet bekommen habe, die Wolle. Ja, ich finde sie aber sehr schön. So sieht das Ganze aus. Wie immer meine zwei rechts, zwei links Bündchen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Runden ich da gestrickt habe, weil da habe ich nach der Farbe gestrickt. Da habe ich aufgehört, als hier die Farbe gewechselt hat und bin jetzt soweit. Eine verstärkte Herzchenferse und ich bin jetzt gerade fertig hier mit den Abnahmen am Spiegel und ja, da geht es einfach munter weiter in glatt rechts. Da stricke ich kein Muster rein. Ja, ich finde die Wolle sehr schön. Also ja, qualitativ, es ist halt eine Sockenwolle, aber so von der Färbung her finde ich die sehr hübsch. Ja, und ihr seht schon, 42, 43, ich will sie, glaube ich, sogar ein Stückchen länger stricken. Weil gerade die großen Größen sind ja immer ein bisschen Mangelware. Genau, das ist Socke Nummer 1, die ich euch zeigen kann. Ich stricke die mit 2,75er Knit Pro Royale. Die mit denen stricke ich sehr gerne. Also ich habe ja auch schon mal die Carbons gehabt, die habe ich aber hergegeben, mit denen bin ich nicht klargekommen. Aber die Royale, die sind ja Holznadeln, die haben nur die Metallspitzen. Die mag ich sehr gerne. Ja, mit den 2,75ern. Genau. Jo. Mehr gibt es da nicht dazu zu sagen. Das ist Sockenpaar Nummer 1. So, ich habe noch ein zweites Sockenpaar auf den Nadeln. Da hole ich aber erst noch aus oder komme später drauf zurück, weil ich euch erst noch was anderes zeigen möchte. Ich hatte euch letztes Mal erzählt, dass ich für unseren Nordseeurlaub im November für meine Jungs noch Mützen stricken muss. Also für Kind 2 und 3. Kind 1 trägt keine Mützen mehr. Der mag das nicht. Ja, also dann habe ich hin und her überlegt. Dann habe ich ja gesagt, ich würde mir ganz, oder ich möchte ganz gern die Fischland. Jetzt gucke ich gerade, sage ich es euch jetzt diesmal richtig? Fischland. Ja, Fischland Reloaded von Lanade heißt diese Anleitung. Das ist eine kostenlose Anleitung, bekommt ihr auf Ravelry oder auf lanade.de, denke ich jetzt auch.
Ja, und zwar ist es eine doppelt gestrickte Mütze, eine Wendemütze. Man kann die farblich experimentieren, wie man möchte, die eine Seite so, die andere Seite so. Und da hat sich mein Jüngster eine Wolle rausgesucht. Und zwar sieht die so aus. Das ist die Fishland Reloaded Mütze. Also man strickt hier einfach hoch und macht Abnahmen in der Runde. Also ihr seht, es ist nicht wirklich schwierig. So, und dann dreht man die um und hat eine schwarze Mütze. Ja, das fand ich ganz cool. Also ich finde diese Mütze toll. Die trägt sich auch wunderbar, weil die eben doppelt ist. Ja, so sieht das Ganze dann aus. Also man kann sie natürlich auch, wenn man möchte, kann man sie dann auch so tragen. Ich meine, dann ist sie natürlich ein bisschen knapp. Gell? Ihr seht schon, die ist schon so gestrickt, dass sie eng am Kopf liegt. Aber ich finde die einfach toll. Und ich weiß, mein Mann, der sagt auch immer wieder, das ist seine absolute Lieblingsmütze, weil die vom Tragen her einfach sehr, sehr angenehm ist. Und das ist eine Sockenwolle, diese gemusterte. Und die fand ich jetzt auch für eine Mütze einfach gestrickt etwas dünn. Ja, und zwar habe ich auch noch relativ viel übrig. Ich habe es jetzt nicht gewogen, also das, es ist sogar noch mehr übrig, weil ich habe jetzt davon nämlich schon Socken wieder angefangen. Das ist der Rest, oder mehr weniger wie der Rest, und zwar war das die Mountains and Fjords Designline von Regia, Arne und Carlos. Das ist die Banderole dazu. Da gibt es verschiedene Farben, er wollte jetzt eben diese haben. Die habe ich auch gekauft, also es war jetzt nicht so, dass wir geguckt haben, was ich da habe, sondern wir waren bei uns im, darf ich das sagen, im Drogeriemüller zum Schulsachen kaufen. Und wir haben einen Müller, der eine Ecke hat mit Wolle. Und da gab es die. Da ich gesagt, guck mal, ob du was findest. Und ja, dann hat er sich diese Wolle rausgesucht. Also, er kann die Mütze täglich anders tragen. Als Wendemütze. Und die ist so schön. Also, ja, und die ist auch zum Stricken einfach. Ja, das erzähle ich euch jetzt gleich, wie das geht. Nö, mache ich jetzt gleich. Also, die Fishland Reloaded von Lanade, eine kostenlose Anleitung. Und da ich ja noch ein Kind habe, der immer mal gern einen kalten Kopf hat, habe ich eine zweite angefangen. Da bin ich jetzt aber erst so weit. Ja, die Wolle, also die werde ich auch so stricken. Da mache ich die eine Seite mache ich hier in diesem grünen Gemisch und die andere Seite auch in schwarz. So, die schwarze Wolle ist die Lana Grossa Meilenweit. Ja, ich glaube, das ist so die Standardsockenwolle von Lana Grossa, wenn ich mich nicht irre. Ich habe noch nicht so viel von Lana Grossa gestrickt, weil meine Wollläden, in die ich gehe, die führen kein Lana Grossa. Das war das schwarze Kontrastgarn und diese Wolle ist eine Prolana. Moment. Meine Wolle Golden Socks Vierfach Hornberg. So sieht die Banderole aus von dem Grünen. Von Prolana, genau, so, das hier. Gut, und zur Erklärung. Ich glaube, ich kann euch da auch ein bisschen mehr erzählen zu dieser Anleitung. Also man macht einen provisorischen Häkelanschlag mit einem Kontrastgarn. So, und der sieht bei mir so aus. Den habe ich hier mit so einem hellen Garn angeschlagen, damit es da auch nachher kein Kuddelmuddel gibt. Und aus dieser Häkelschlange oder halt aus diesem gehäkelten Dingsbums, was man auf die Nadel drauf gehäkelt hat, also die Maschen häkelt man auf die Stricknadel drauf. Und dann strickt man einfach mit seinem Garn, was man dann haben möchte, los. Das ist das ganze Hexenwerk. Danach, also wenn man die Seite dann fertig gestrickt hat, man strickt jetzt einfach in der Runde 17 cm hoch, macht die Abnahmen bis zum Schluss, näht zusammen, fertig, abschneiden. Dann geht man wieder zurück an diese Häkelnaht und jetzt gucke ich mal, ob ihr das seht. Ja, also hier in diesem roten Dingsbums, da seht ihr hier immer wieder
grüne Maschen durchblitzen. Und in diese Maschen müsst ihr dann mit dem Kontrastgarn reinstechen und die Maschen neu aufnehmen. Einmal ringsrum. Hier habe ich jetzt 135 Maschen auf der Nadel. Und wenn ihr die dann aufgenommen habt, könnt ihr diese angeschlagene Häkelanschlag handschicken. Ist heute ein bisschen schwierig wieder mit mir. Diesen provisorischen Häkelanschlag könnt ihr dann einfach aufziehen. Ich habe da ein bisschen üben müssen, aber mittlerweile ist das bei mir überhaupt kein Problem mehr. Ich weiß, dass immer mal wieder erzählt wird, dass man Probleme damit hat, weil man das dann einfach nicht aufgeribbelt. Ich habe das auch gehabt, das Problem am Anfang. Also wo ich den die ersten ein, zwei Mal gemacht habe und dann habe ich auch lieber dann diesen Judy's Magic Cast On gemacht, wo man dann mit zwei Nadeln immer in der 8 fädelt und das wollte ich, den mache ich leider irgendwie nicht so gern. Ich weiß nicht warum, also mir liegt dieser Häkelanschlag besser. Und ich kann euch nur den Tipp geben, nehmt eine große Häkelnadel, dass dieser Häkelanschlag einfach locker ist. Und dann erstens kommt ihr besser wieder in die Nupsis hier rein, die ihr aufnehmen müsst. Und zweitens lässt sich das dann auch viel besser wieder aufziehen. Da gibt es nicht so ein Kuddelmuddel. Also nehmt da ruhig, das ist jetzt ein Fingering-Garn, wo man eigentlich mit 2,5er strickt. Meine Häkelnadel, habe ich die hier noch irgendwo? Nee, das war eine 3,5er oder 4er, die ich da genommen habe. Also die darf ruhig ordentlich groß sein, damit es ein bisschen lockerer ist. Das ist so mein Tipp am Rande. Dann lässt sich das viel, viel besser wieder auftrennen. Ja. Gut, genau. Und jetzt stricke ich einfach hier, muss ich meine 17 cm eben stricken. Und dann vernähe ich die Spitze und setze hier wieder neu an mit dem Schwarz in die andere Richtung. Und dann ist es wie so ein langer Schlauch, auf der einen Seite schon zugebunden und auf der anderen Seite das Schwarze muss man dann natürlich auch vernähen. Und also da müsst ihr dann so ein bisschen gucken, dass man die Farben nicht so sieht. Also bei der habe ich es jetzt ganz gut hingekriegt. Also wenn man so sieht, seht ihr eine, ist das eine Masche? Ja, eine Masche sieht man von der Kontrastfarbe, aber ich glaube, das fällt dann nicht wirklich auf, wenn man sie auf dem Kopf hat. Diesen Schlauch, den muss man dann nämlich ineinander stülpen, dass die linken Seiten aufeinander sind. Und dann vernäht man hier oben das Ganze miteinander. So sieht das aus, finde ich sehr hübsch und ich weiß von meinem Mann, dass er sie unheimlich gern trägt und jetzt hoffe ich auch, dass meine Jungs das genauso empfinden. Ja, Fischlandmütze 1 und Fischlandmütze 2 ist in Arbeit. Die Wollen habe ich euch gezeigt. So, dann kann das nämlich weg. Und dann hatte ich die Überlegung, da noch so viel Wolle übrig war von der ersten Mütze für mein drittes Kind, und er sich die Wolle ja auch extra rausgesucht hat, dachte ich so, dann strickst du noch ein paar Socken. Seine Füße wachsen auch gerade wieder sehr, also alle seine Wollsocken sind recht knapp, die er noch hat. Es geht noch, also Wolle ist ja dehnbar, da kann man schon noch reinschlüpfen, aber die neuen, die ich ihm jetzt stricken werde, die werde ich alle eine Nummer größer machen. Ja, und dann habe ich angefangen und dann ist das dabei rausgekommen. Das Schwarze Garn ist eben auch dieses Lana Grossa. Das war der Rest von seiner Mütze. Also, eben hier oben 20 Runden, 2 rechts, 2 links. Dann habe ich den Schaft in dem Broken Seed Stitch Muster gemacht. Das ist ein kostenloses Muster, das kennt ihr bestimmt. Das ist ganz einfach. Also, ihr strickt mit der einen Farbe immer nur eine Runde rechts, die nächste Runde 1 rechts, 1 links. Dann kommt wieder das Kontrastgarn, dann kommt wieder die Hauptfarbe in links, rechts, also dann wieder versetzt. Gibt es kostenlos, findet ihr, überall. Also YouTube hat da mit Sicherheit ganz viele Videos, die ihr da gucken könnt. Ich habe die auch schon öfter mal gestrickt. Ja, und dann dachte ich, jetzt hast du noch 51 Gramm Knäuel. Extra nochmal einen neuen kaufen ist ja irgendwie auch blöd und den brauche ich überwiegend ja noch für die Mütze für Kind Nummer 2. Also werde ich den Rest, der hier übrig bleibt, dann für die zweite Socke für diese
dieses Paar nehmen. Ja, und den Rest stricke ich jetzt hier vor wieder in glatt rechts mit der Wolle. Also da stricke ich dann kein Muster rein, sondern habe nur den Schaft jetzt in dem Broken Seed Stitch Muster gestrickt. Ja, genau. Ich habe jetzt ein 40-41er Brett drauf. Das wird es im Endeffekt auch werden, also eine 41-42. Ja, die Jungs werden groß, ne? Sie wachsen. Genau, ja, hier auch wieder die verstärkte Herzchenferse. Das ist ja total meine Lieblingsferse geworden. Und dann, ich merke gerade, da bin ich an der gleichen Stelle wie bei der anderen Socke. Ist ja witzig. Ja, auch beide, auch kurz nach der Spickelabnahme. Und auch hier habe ich wieder die Knit Pro Royale drin in 2,5. Das sind die kleineren Holznadeln mit den Metallspitzen. Genau. Gut, das war's zu meinen Socken und zu meinen Mützen. So, weiter geht's. Also, als ich dann in meinem Keller gekrustelt habe, in meiner Spendenwolle, ist mir ein Päckchen in die Hand gefallen, das ich auch gespendet bekommen habe. Und zwar eine Art Farbverlaufsmischung. Das sind 6 kleine Knäuelchen. Ich zeige euch jetzt diese 4. Oh, da fliegt eine Fliege. Geh mal weg da. Ja, also diese 4 Knäuele plus noch 2 andere, die zeige ich euch gleich. Also 6 kleine Knäuele von dem Katja Ombre. Also Ombre, Ombre, weil der Akzent geht nach rechts oben, dann ist es ja immer E. Im Französischen, keine Ahnung, wie es anders ist. So, das ist 100% Merino Extra Fine Wool von Katja. Ich habe mal geguckt. Diese Wolle gibt, habe ich zumindest, habe sie nicht gefunden im Internet, einzeln zu kaufen. Es gibt diese Päckchen, findet man noch, diese 6er Päckchen. Jetzt darf ich die Farben nicht durcheinander bringen. Die gibt es noch zu kaufen, auch in verschiedenen Farben. Also ich habe sie jetzt in lila Tönen gesehen, in Blautönen und ich habe eben dieses Grün-Gelb-Päckchen gespendet bekommen und dachte, ach Mensch, da könntest du doch mal probieren, eine Babydecke draus zu stricken. Diese Knäuelchen haben 25 Gramm. Ich bin jetzt schon am zweiten dran und jetzt stricke ich einfach mal drauf los, so lang, wie es reicht. So, und jetzt zeige ich euch auch, was ich gestrickt habe. Da muss ich sagen, ist mal wieder die Woolly Help Gruppe dran schuld. Also die Kunkelstuben Gruppe, wo wir alle stricken für den guten Zweck. Und zwar hat da die ein oder andere diese 10 Stitch Blanket schon gezeigt. Und die gefällt mir schon lange. Also ich habe die schon lange auf dem Schirm und dachte, ja, also wenn du mal wieder eine Decke stricken möchtest, strickst du die oder probierst es mal. Ich habe mich lang dagegen gewehrt. Haben sie wieder so ein tolles Foto gezeigt, wo jemand eine riesengroße 10-Stitch-Blanket gestrickt hat. Also eine 10-Maschen-Decke. Man strickt die nur mit 10 Maschen und immer im Kreis. So, und dann war es um mich geschehen. Dann habe ich eben, ich habe dieses Päckchen dann im Keller gesehen, dachte, perfekt, jetzt fange ich endlich mit diesem Ding an. So, an diesem Knäuelchen bin ich jetzt gerade, also so, und das erste Knäuelchen war, Moment, jetzt muss ich gucken, wie ich euch das zeige, das Gelb. Und so sieht meine 10-Stitch-Blanket im Moment aus. Ja, also sie ist nicht perfekt. Was jetzt sofort ins Auge fällt, ist zum Beispiel das hier. Ja, da habe ich 2 Maschen rechts verschränkt gestrickt, statt normal und ach ja. Das sieht nachher kein Mensch mehr. Also ich bin da jetzt nicht so, oh Gott, jede Masche muss passen. Auch da oben sehe ich gerade, habe ich irgendwas anders gemacht. Egal. Ich finde die Konstruktion einfach genial. Also ich versuche euch das jetzt mal hier zu zeigen. Ihr seht, hier habe ich... Oh. Doch, läuft weiter. Entschuldigung. Moment. So, ich hoffe, die Einstellung passt jetzt soweit wieder. Ich habe hier gerade ein Mega-Chaos verursacht. Dieses O, oh, wo ihr, glaube ich, noch gehört habt. Oder weil ich muss gucken, wie ich es bearbeite nachher.
war, dass mein Aufnahmegerät hier nur noch 10% Akkuladung hat. Und dann musste ich irgendwie gucken, dass ich schnell an ein Ladegerät komme. Und es war dann wie so in einem Slapstick. Also das war... Die Lampe da hinten wäre fast runtergefallen, weil ich die an der gleichen Steckdosenleiste habe wie hier mein Tablet. Dann musste ich da irgendwie gucken, Hilfe, Hilfe. Dann ist in der Zeit ist das Tablet runtergekommen und auch noch runtergefallen. Also ich musste jetzt hier komplett neu aufbauen. Ich hoffe, das passt jetzt soweit. Eigentlich hätte ich es laufen lassen müssen und hätte es euch dann zeigen müssen. Ihr hättet euch schlapp gelacht. Naja gut, okay. So, war amüsant auf jeden Fall. Und wieder typisch ich. Das passt, kann nur mir passieren. So, aber jetzt hat alles funktioniert und ich mache weiter mit meiner 10-Stitch Blanket. Ja, so, ich zeige sie euch nochmal. Ach genau, da war ich. Ich habe euch gezeigt, was los ist. Ich muss selber noch. Also, man fängt hier an und dann strickt man so lang, wie man möchte. Ich möchte die Decke jetzt gerne rechteckig haben. Die kann man natürlich auch quadratisch stricken. Ja, und habe dann hier runter gestrickt und habe dann diese, also man strickt dann hier eine Ecke, noch eine Ecke, hier eine Ecke und da eine Ecke. Und dann strickt man wieder hoch und so weiter und so fort. Und das geht immer zu im Kreis, eigentlich wie so ein Schneckenhäuschen und so wird die dann immer größer und größer und größer. Ja, das ist jetzt so der Plan, dass ich halt einfach diese farbigen Knäulchen, die ich hier habe, ja, nach dem kommt dann das hier und dann so. Das ist der Plan, dass ich die so verstricke. Ich meine, es ist natürlich auch logisch, da die immer weiter wächst, dass die Farbabschnitte immer kürzer werden. Der größte Farbabschnitt ist natürlich jetzt das erste Knäuel gewesen in diesem Gelb. Ja, es macht unheimlich Spaß, diese Art von Decke zu stricken. Ich muss ehrlich sagen, mich entspannt es unglaublich. Das ist nämlich jetzt was, wo man nicht einfach flott drauf zustricken kann. Obwohl es alles in kraus rechts ist, das ist übrigens die Rückseite. Also auch von hinten ist sie ganz nett zum Anschauen. Aber man muss schon immer wieder gucken. Also ihr seht jetzt gerade, man strickt hier diese 10 Maschen hin und muss sie verbinden. Man hat hier, also man strickt hier einen Kettrand. Hier auch. Also diese blöde Fliege. Jetzt muss ich gleich die Fliegenpatsche holen. Und hier nehme ich nur ein Maschenglied von diesem Kettrand und verbinde es dann mit dem hier. Dadurch sieht bei mir die Verbindung so aus. Ich finde es aber recht hübsch, muss ich sagen. Also mir gefällt es ganz gut. Es gibt verschiedene Möglichkeiten und Arten, wie man das strickt. Ich nehme das hintere Maschenglied und stricke es zusammen und dann gibt es eben hier diese Linie. Ja, auf der Rückseite sieht es so aus. Und ich habe auch schon gesehen, dass viele, gerade die, was bei mir die Rückseite ist, haben die als Vorderseite. Ja. Aber das stört jetzt nicht, wenn man da ein Baby drauflegt oder so. Das ist alles, das ist butterweich. Das ist ja eine reine Merino-Wolle. Ja, und so sieht die im Moment aus. Ja, also ihr seht auch hier, es sind so ein paar Kleinigkeiten, die man einfach während dem Stricken so ein bisschen ausprobieren muss. Also ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob es so eine richtige Anleitung auf YouTube gibt für diese 10-Stitch Blanket. Ich habe mir, eine Freundin von mir hat mir den Tipp gegeben, mir die Videos von der Eliza auf YouTube anzuschauen, wie sie diese 10-Stitch Blanket strickt und dass die eigentlich ganz hübsch ist. Und das habe ich dann gemacht und fand, ja, hat sie recht. Diese Ecken werden mit Wickelmaschen gestrickt. Also nicht mit German Short Row oder so, keine Ahnung. Also das ist ja eigentlich wie eine Art Boomerang-Ferse. Soweit ich weiß, ich stricke die ja nicht, aber ich glaube, so ähnlich wird die auch gestrickt. Und das wird mit Wickelmaschen gemacht, dass man hier einfach um die Ecke rumkommt. Ja, ja, und ich sage ja, man muss ein bisschen gucken. Aber ich glaube, je dunkler die Farbe wird, umso weniger wird man das sehen. Ja, das stört mich jetzt hier ein bisschen. Also da muss ich mal gucken, ob ich das vielleicht nachträglich noch mal ein bisschen reingezogen kriege, dass das nicht so auffällt. So, also heute ist der Wurm drin. Jetzt fängt unser Saugzilla an zu piepsen. Unser Staubsauger-Roboter wird bei uns
liebevoll Saugzilla genannt. Ja, irgendwie gefällt mir das nicht so. Aber ich denke, ja, wenn das Ding fertig ist, sieht es nachher kein Mensch mehr. Eben, und ich stricke jetzt einfach fröhlich drauf zu, bis die Wolle leer ist und werde dann gucken, wie groß das Ganze ist. Wenn mir das jetzt nicht ganz reicht, weil wie groß ist so eine Babydecke? 1 Meter auf 80 circa oder 1 Meter auf 70? Wenn das nicht reicht, ich habe noch genug Merino-Reste, die von der Stärke her passen, die ich da dann locker noch dazu nehmen kann. Und wenn es nur ein Grau ist, wo ich noch einen Rand drum rumstricke oder so. Also ich werde natürlich schon gucken, dass ich dann aufhöre, wenn das ganze Ding quadratisch ist. Also wenn ich jetzt aufhören müsste, würde ich jetzt diese eine Reihe noch bis hier stricken und dann aufhören. Ja, dann muss ich einfach mal gucken. Aber da mache ich mir dann Gedanken, wenn es soweit ist. Ich werde das jetzt einfach mal voranstricken. So, jetzt wollte ich gerade mal gucken, was die denn für eine Lauflänge hat. Weil das sind ja jetzt nur 25 Gramm. Hat eine Lauflänge von 85 Metern. Das heißt, ein 50 Gramm Knäuel hätte 170 Meter Lauflänge. Das heißt, 100 Gramm hätten dann 340 Meter Lauflänge. Wenn ich jetzt so schnell richtig gerechnet habe. Das heißt, ein bisschen, ja, Sportweight würde ich jetzt sagen. Zwischen DK und Fingering. Ja, doch. Aber das macht total Spaß. Glatt kraus rechts gestrickt und eben ein sehr entspanntes Stricken. Weil man einfach entschleunigt dabei. Weil es einfach, man kann das nicht schnell stricken. Und dadurch ja, kommt man so in diesen Fluss rein und da eine Masche und hier. Und dann muss man wieder verbinden und dann dreht man wieder. Und ja, sehr angenehm. Macht mir Spaß, doch, muss ich sagen. Ob ich mir jetzt eine große Decke für mich oder für die Couch, Entschuldigung, mich kitzelt da was, machen würde, weiß ich nicht. Kann ich euch sagen, wenn das Ding fertig ist. Ja. Gut, ich stricke diese Decke mit zwei Nadeln aus einem Nadelspiel mit einer Dreier, mit zwei Dreiernadeln von Pony. Ja, ich sehe gerade, die ist schon ein bisschen krumm. Das sind Holznadeln. Ja, mehr kann ich euch nicht sagen, weil mehr weiß ich nicht. Die Verpackung habe ich nicht mehr und ich weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt Bambus ist oder welches Holz. Es ist auf jeden Fall dunkler wie die typischen Bambusnadeln, die man so kennt. Vielleicht sind es auch Birkenholz, ich weiß es nicht. Ja, das ist die Ten Stitch Blanket. So, ich werde euch die Videos von der Eliza verlinken, nach der Anleitung stricke ich diese jetzt. Das ist allerdings eine Anleitung für eine quadratische Decke. Das heißt, in dem Video fängt die Eliza nicht hier an, sondern direkt, die macht direkt diese Ecken. Weil wenn ich die jetzt quadratisch gestrickt hätte, hätte ich ja hier jetzt gleich die nächste Ecke machen müssen und dann hier weiter. Wisst ihr so? Aber das ist ja kein Problem. Also da müsst ihr einfach ein bisschen mitdenken und dann kriegt ihr das auch rechteckig hin. Ich habe jetzt keine Anleitung für eine rechteckige Decke mir gesucht, weil das war mir so logisch, wie man das macht. Hier. Gut, das war's zu diesem Projekt. Meine Katja Ombre Baby Ten Stitch Blanket. Gut. So, das war's an Kleinprojekten. Kommen wir zu meinem Hauptprojekt, das im Moment gerade läuft. So, ich habe es euch mal vom Bügel geholt. Das hing die ganze Zeit schon da hinten. Der ein oder andere hat vielleicht schon gespickelt, ob er was sieht. Ja, ich habe meinen Dagi-Cardigan ordentlich vorangebracht. Ich überlege jetzt. Ich habe ihn euch letztes Mal gezeigt und habe tatsächlich einen Marker vergessen zu setzen, oder? Ist ja nicht so schlimm. Also es war auf jeden Fall so, dass ich die Ärmel schon, ich weiß nicht mehr, wie weit ich war. Hatte ich mit dem Colorwork im Ärmel schon angefangen? Nein, gell? Nee, das Colorwork habe ich gestrickt nach dem letzten Video. Ja. So, ich zeige euch jetzt mal, so weit bin ich jetzt. Also ihr seht, ich habe auch am Körper schon ordentlich gestrickt und da blitzeln schon die Arme. Ich habe die Arme fertig. Ja, meine Colorwork-Arme sind schon fertig gestrickt.
Das war ja auch so ein absolutes Akkordstricken. Ich konnte nicht aufhören. Ich glaube, ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, wie lange es ging. Also es ging jetzt nicht an 2 Tagen, es ging schon ein bisschen länger, aber es ging trotzdem sehr schnell. So, also, so sehen meine Ärmel aus. Ich habe die einfach wild, ja, wie soll ich sagen? Ich hatte jetzt kein bestimmtes Farbschema. Ich hatte ja meine Wolle, da mein Hauptteil mit diesem Stückchen Colorwork. Und dann ging es an die Arme. So, und dann habe ich mich hingestellt, habe meine ganzen Wollen, die ich hatte, untereinander auf den Tisch gelegt und habe überlegt, wie stricke ich welches Muster in welcher Farbe. Habe mir das dann so ein bisschen sortiert, war völlig für ein... Hätte ich nicht machen brauchen, weil während dem Stricken habe ich mich dann doch wieder anders entschieden. Es war nur klar, das Einzige, was ich wirklich wollte, war dieses Schneeflockenmuster auch in Schneeflockenfarben zu stricken. Also sprich blauer Hintergrund, weiße Flocke. So, und dann habe ich einfach frei Schnauze diese Farben mir rausgesucht. Das Einzige, was mir relativ schnell klar war, dass ich so dunkle Farben, wie hier zum Beispiel, das ist das Schwarz, oder hier, das ist dunkellila. Hallo Hund. Philo hat die Balkontür von außen aufgemacht. Dass ich die nicht als Hauptfarbe nehme, weil mir dann das zu kontrastreich wird. Also der Ärmel ist ja schon bunt genug. Er ist gar nicht so bunt, wie ich dachte, dass er wird. Also ich dachte ja erst, der wird richtig knallig, ist er jetzt aber gar nicht. Das fand ich eine gute Entscheidung, dass ich diese knalligen Farben, auch hier das Gelb, das habe ich nicht als Hauptfarbe, sondern immer als Kontrast genommen und finde, es ist mir eigentlich ganz gut gelungen. Ja, das Muster selber macht unglaublich Spaß und es ist einfach, also ja, da kann man halt schon so ein bisschen süchtig werden danach, gell? Muss ich schon sagen. Also ich bin auch sehr zufrieden damit. Es ist auch schön, schön locker, also ja, ich kann jetzt gerade mal gucken, ob ich in die eine Seite mal reinschlupfen kann. Ganz anziehen kann ich ihn jetzt nicht, weil ich habe ihn auf der kurzen Nadel oder auf einer nicht lang genugen Nadel, sagen wir mal so. Welche Seite sieht denn jetzt, seht ihr denn besser? Ich glaube die. Ich schlupfe mal kurz in den einen Ärmel rein. So, na das ist ja jetzt hier farblich. Nicht so prickelnd. Also ich habe ihn schon angezogen, er passt mir perfekt. So, und so sieht der Ärmel aus. Ihr seht, er ist auch lang genug. Ja, was kann ich euch da groß sagen? Also das eben, das ist einfach nur ein schönes Colorwork. Es wird hier unten mit einem I-Cord nicht abgebunden, sondern abgekettet. Ja, mit einem I-Cord. So, und so sieht das Ganze dann aus. Ach, herrlich. Er ist wirklich schön lang und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht zu stricken. Also wer Spaß am Colorwork-Stricken hat, das war natürlich jetzt auch weniger ein Problem wie jetzt die Muster im Körper, weil ich stricke den ja offen. Die Anleitung gibt es ja in offen und in Stick-Variante. Und dann ist natürlich, diese Muster im Körper sind dann natürlich etwas anstrengend oder ja, ja, komplizierter auch nicht, aber man muss ja in Rückreihen dann Colorwork stricken. Und das ist natürlich schon ein bisschen anders wie in Hinreihen. Aber eben, der hier, das strickt man in Runden. Ja, ich drehe gerade mal um, ich zeige es euch von innen. So sieht das Ganze von innen aus. Also ihr habt auch keine riesengroßen Spannfäden, wo man jetzt hängen bleiben kann. Ich habe teilweise, also gerade hier in diesem Schneeflockenmuster, da gibt es dann tatsächlich Stellen, also gerade hier zum Beispiel, da würde so ein Spannfaden über 13 Maschen gehen. Da habe ich tatsächlich zwischendrin verwoben. Aber sonst habe ich eigentlich nicht verwoben und es ist ja, also eine Fläche. Da ist nichts, wo man sich irgendwie drin aufhalten könnte mit dem Fingernagel oder so und irgendwas ziehen. Ja, jetzt muss ich nur gucken. Also, Dagi Cardigan, Ärmel sind fertig. Und jetzt stricken wir einfach fleißig den Körper weiter.
So, jetzt muss ich kurz gucken. Jetzt hat sich das verwurschtelt. So, ja, also als kurzen Bolero könnte ich ihn schon tragen. Ja, die zwei Ärmelchen. Und ich finde, passt halt auch gut zu mir, gell? Das ist so richtig, das sind so richtig meine Farben, die einfach gut zu mir passen. So. Ich habe am Körper gestrickt. Das ist echt nicht so leicht. So viel. Also hier strickt man den Arm rein. Und das sind jetzt zwei Zunahmen. Ich stricke diesen Cardigan in einer ganz leichten A-Form. Das heißt, da habe ich nichts gemacht. Und hier habe ich 4 Maschen zugenommen und hier. Also verteilt auf die nach dem Seitenteil, dann hinten am Körper, am Rücken und so weiter und so fort. Jeweils 4 Maschen. Und das werde ich jetzt runter machen, alle paar, keine Ahnung, 20 Reihen oder so, was das sind, damit diese Jacke eine ganz leichte A-Form bekommt. Und dann kommt ja noch einmal ein größeres Muster, auch nochmal dieses Schneeflockenmuster kommt ja im Körper dann auch nochmal. Ach, ich mache das nochmal zusammen. Und dann geht es schon relativ bald Richtung Bündchen. Also, was heißt relativ bald? So schnell ist jetzt auch nicht gestrickt, denn es geht ja in Hin- und Rückrunden und die linken Reihen, die sind doch etwas zeitaufwendiger wie die rechten, was mir aber nichts ausmacht. Also, ich stricke jetzt die linken Maschen nicht wirklich weniger gern wie die rechten. Gehört dazu. Ich wollte es jetzt aber gerade noch mal kurz euch im Ganzen zeigen. Moment. So. So sieht es bis jetzt aus. Doch, also das wird ein richtig tolles, schönes Jäckchen. Ich freue mich da jetzt schon sehr drauf. Hier oben kommt ja dann noch eine Kapuze hin. Deshalb ist dieser Ausschnitt so riesengroß. Das klappt sich hier hinten auch noch ein bisschen zusammen, weil man da gleich mit rechten Maschen oder rechten Runden angefangen hat. Da kommt noch eine schöne, große, grüne Kapuze dran. Und zum Schluss wird die Jacke komplett noch eingefasst mit einem I-Cord und dann kommt der Reißverschluss rein. Welche Farbe ich für den I-Cord nehme, weiß ich noch nicht so richtig. Bei den Ärmeln habe ich ja jetzt dieses fröhliche Schwarz genommen. Vielleicht mache ich das sogar ringsrum. Oder das Orange. Das Orange würde auch passen. Allerdings habe ich von dem nicht mehr ganz so viel, weil da habe ich ja hier, habe ich es dreimal genommen. Hier einmal, hier auch nochmal dreimal. Also das ist die Farbe, von der ich tatsächlich jetzt am wenigsten noch habe. Alle anderen Farben habe ich noch zu Genüge. Also da habe ich wirklich noch sehr viel. Es gibt Knäule, da sieht man gar nicht, dass ich überhaupt was gebraucht habe. Also gerade hier. Es ist auf jeden Fall so viel da, dass ich noch mindestens 3 weitere Duggies stricken könnte. Man müsste nur die Hauptfarbe nochmal dazu bestellen. Ja, und wenn wir jetzt gerade bei der Wolle sind, das ist eine lettische Schafswolle. Eine reine Wolle, ohne irgendwelchen Zusätze an Plastik oder sonstiges. Und zwar ist das die Tienes-Wolle. So, ich zeige es euch gerade hier. An dem Knäuel, Moment. So sieht die aus. Tienes, eine lettische Wolle. Toll, also ich bin sehr begeistert und die ist auch relativ günstig. Also die ist preislich nicht schlagbar. Und ich finde die auch von der Haptik und zum Stricken ist die toll. Es ist ein bisschen anstrengender wie jetzt mit einer, wie mit anderen Wollen. An was das liegt, weiß ich jetzt nicht. Sie flutscht einfach nicht ganz so mega gut. Das kann aber auch sein, der 11-Uhr-Vogel. Kann jetzt aber auch sein, dass das dran liegt, dass ich es mit Metallnadeln stricke oder... ja, wobei ein Teil vom Colorwork habe ich mit Holznadeln gestrickt. Das ging eigentlich auch ganz gut. Also könnte ich jetzt nicht sagen. Es ist halt keine kuschelweiche Wolle. Sie ist weicher wie die Finkhof, das auf jeden Fall.
Aber so von der Haptik her ist sie schon ähnlich. Sie ist ein bisschen dünner wie die Finkhof. Ja, also das ist so ein richtig schönes. Ja, die hat 350 Meter auf 100 Gramm. Das war der Krümel. Krümel? Unsere Katze. Komisches Geräusch. Naja. Genau. Die Tines. Und eben, davon habe ich jetzt noch sehr viel übrig, was mir natürlich schon wieder neue Projekte in den Kopf schießen lässt, weil diese ganze tolle Wolle, die muss man ja verarbeiten. Die will ich auch nicht hergeben. Also wenn jetzt jemand auf die Idee kommt, sie haben zu wollen, nein, das ist meine. Hier, dieses, das ist ja auch so toll, gell? Da habe ich auch ganz wenig nur gebraucht. Oder auch das Gelb, das ist auch noch fast, also von dem habe ich sogar am allerwenigsten gebraucht. Naja, egal. Also mein Körbchen gibt es nach wie vor noch und das ist auch nach wie vor noch sehr voll. Was aber nichts macht. Und die riecht so gut. Ach, ich liebe ja diesen natürlichen Wollgeruch. Genau. Der Dagi Cardigan von Astrid Tüting, alias Knit for Passion, heißt sie. Ja, ich verlinke euch alles in der Infobox. Ja, und damit wäre ich jetzt eigentlich auch durch. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie lang dieses Video wird, aber so wie es halt jetzt ist, so ist es. Ja, ansonsten geht es uns allen gut. Wir haben jetzt schon die zweite Schulwoche wieder. Letzte Woche war doch etwas anstrengend für Kinder und Eltern. Ja, ist ja normal, ist immer so. Also die erste Schulwoche nach den großen Ferien ist immer etwas anstrengend, bis dann die Stundenpläne alle geguckt sind. Wer hat wann Schule, wer kommt wann heim? Das ist für mich natürlich, dann muss ich immer gucken mit dem Kochen. Wobei es dieses Jahr wirklich besser ist wie letztes. Sie kommen in der Regel alle gleichzeitig nach Hause, außer an einem Tag. Und da gibt es dann kalte Küche. Das kriegt man dann alles irgendwie hin. Ja, genau. Gut, ansonsten, ja, wie gesagt, wir haben es herbstlich heute. Schauen wir mal, ob die Sonne noch rauskommt. Die Molly ist schon wieder so in diesem Ich mag nicht laufen Modus, weil hier Bauch wird nass. Weil morgens ist natürlich die Wiese jetzt noch schon nass. Und ich muss jetzt gerade mal gucken, wo ist sie denn? Molly! Die hat sich verzogen. Ja, jetzt kommt der Hund, der Große, der Filou. Ich habe nicht dich gerufen. Naja, egal. Okay. Gut. Ja, ansonsten kann ich euch gar nicht viel erzählen. Eben die Schule, die hat angefangen. Wir sind jetzt voll hier wieder im. Na, ganz angekommen sind wir noch nicht im Alltag, aber wir sind auf einem guten Weg und ja, das wird schon alles werden. Gut, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich von euch. Ich hoffe, euch haben meine Sachen ein bisschen gefallen. Ich bin gespannt, wie weit ich euch nächstes Mal dann meine Dagi-Jacke zeigen kann. Der Plan ist ja, dass ich sie bis Ende Oktober fertig kriege. Und jetzt haben wir ja schon fast Ende, na gut, wir haben Mitte September. Also ja, könnte ich schaffen. Ja, weil das Problem ist ja nachher diesen Eicord noch dran zu stricken und den Reißverschluss einnähen. Das kostet ja alles noch unglaublich viel Zeit. Aber ich bin guter Dinge. So, also, dann sage ich auf Wiedersehen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und macht's gut, bleibt gesund, passt auf euch auf. Tschüss!